Ja. Upsi, komm, komm hoch. Lisa, komm, steh auf. So schmutzig am Boden, hä? Gibst mir die Hand? Toll. Tschüss. Tschüss, Lisa. Ich verlasse dich doch nicht. Stehst du nur bitte vom Boden auf? Komm. Lisa? Nein. Hallo meine Lieben, nochmal geschaut, ob jemand zuschaut. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Auf unserem Kanal? Auf meinem Kanal. Auf deinem Kanal? Auf Mamas Kanal, okay. Heute nehme ich euch mit beim... Ich darf den Namen nicht erwähnen, oder? Den Namen? Hornbach. Achso, ist doch scheißegal. Okay. Wir sind beim Baumarkt. Wir nehmen euch, mit beim Fliesen kaufen und Schrauben und Co. Ich schon weg, der denkt so ein bisschen verrückt. Und wir rechnen gerade aus, wie viele Paketen Fliesen wir benötigen. Ja, genau. In Mathe waren wir nicht gut. Ich war nicht gut, aber dank Handy, die alle Taschenrechner oben drauf haben. Na, wir sind jetzt auf jeden Fall bei den Fliesen. Badezimmer oder was? Badezimmer. Genau. Wir kaufen nämlich für die Kinder genau dasselbe, was wir oben in unserem Badezimmer. Papa rechnet nämlich gerade die Stückzahl aus. Aber gibt es überhaupt 7 Stück? Da hinten schon die 3 sind gut. Ja. Auf jeden Fall kaufen wir heute Fliesen für das Badezimmer und für den Boden. Haben wir nicht das am Boden? Bebe? Das. Oder? Das ist das hier am Boden. Ey, du hast was auf ihr Spielzeug draufgestellt. Wie viele Pakete habe ich gesagt, was sie brauchen? 7. Oder 8, mal 7. Dann 6 haben wir gesagt, mal 1,3 sind 7,8. Warte mal kurz. 6 mal 1,3 sind 7,8. Das heißt 8 Pakete willst du haben. 7,8. Und wir brauchen 6,8. Das heißt 1 Quadratmeter mehr. Das passt schon. Okay. Also 7 Pakete. 6 Pakete. 8. Also 6, okay. Hey Luisa, aufpassen. Luisa, nein. Luisa? Aber Mama. Ja, ich sag doch gerade, hör auf. Luisa ist nicht so gerade happy über den Baumarkt-Shopping-Tag, oder? Uah. Das nicht weh. Okay. Bitte schön. Mama, aha, Mama. Was machst du? Was willst du denn? Aber das geht nicht. Mega schwer. Was ist schwer? Der Wagen? Na so. Wie viele brauchen wir von dem? Auch 6. So viele Pakete? Oh mein Gott. Die Luisa mitzunehmen war auf jeden Fall nicht die klügste Entscheidung. Findest du Baumarkt nicht schön? Das ist langweilig. Ich finde es auch langweilig. Ich mag auch Wagen. Übrigens, wenn ihr merkt, dass ich so komisch spreche, ich habe vor ungefähr einer Woche eine Wurzelspitzenresektion gehabt. Das heißt, ich wurde im Mund hier operiert und
Meine Nähte stören mich noch. Also ich, die bekomme ich erst am Montag gezogen. Ja, es war auf jeden Fall nicht lustig. Deswegen habe ich auch die ganze Zeit nicht gevloggt, weil es ein bisschen anstrengend war. So, und ich werde die Kamera jetzt weglegen, weil ich werde schon komisch angeschaut von den Leuten, die bei uns vorbeigehen. Das ist mal ein Service. Die Luisa sitzen hier. Habe jetzt kurz mein Handy gegeben, aber das gerade besonders glücklich ist sie darüber auch nicht. Das ist echt lustig. So, eine mörderlange Schlange. Bleiben wir da, oder? Da ist jetzt kein Platz. Dankeschön. Yay, da ist eine gute Schlange. Da, oder? Baumarkt, die zweite. Wir sind jetzt da. Gehen gleich zu den Fensterbänken. Da sind wir auch. Schauen wir mal, was wir da nehmen. Papa ist wieder am Telefonieren. Hinten? Nee, das schaut schlimm aus. Gefällt mir nicht. Das ist die Rückseite. Das ist die Rückseite? Aha. Schön. Kein Wunder, dass da so viele Platten noch da sind. Die sind hässlich. Ja. Ja. Schade, dass es vom Schwarzen nichts mehr gibt. Den haben wir, oder? Ja. So, was machen wir hier? Du möchtest heute vloggen. Ach so, ja. Hallo, unsere Lieben. Herzlich willkommen zu unserem Wochenende-Einkauf. Wir haben schon Hallo gesagt. Ach so. Wir machen jetzt Wochenende-Einkauf. Aber du bist nicht mehr geübt im Vloggen. Ja, ich bin nicht von Fach. Schatzi, die Leute wollen ja mal wieder einen Vlog mit dir. Und im Dezember hast du mal einen ganzen Vlog gemacht. Wie wär's, wenn du mal wieder einen Vlog machst? Okay, dann nehme ich euch mit in der Arbeit. LKW laden. Hey, Windringer. Sind wir Windringer, ne? Windpocken. Die Mama hat Lust auf Süßes. Wie wäre es mit einem Kuss? Das ist genug, oder? Keine Ratte. Wir sind auf jeden Fall kurz noch einkaufen. Also wie ihr seht, haben wir mal für Süßigkeiten, Chips und Süßigkeiten. Barbarossa. Hey, Apfel-Zimtherzen. Boah, lecker. Das ist wirklich das Beste. Und dann fragt man sich, warum die Hose nicht mehr passt. Also ich frage mich das nicht. Du kaufst immer eine große Höhe, oder? Eine große Höhe? Eine große Höhe. Egal, 54 Liter. Stimmt doch gar nicht, so ein Lügenbold. Alles klar, wir sind vom Einkaufen zurück. Kinder, wir haben euch einen Hund gekauft, Sophie, du bist so ein Schwachkopf. Ein blöder Schwachkopf. Was soll das jetzt? Weil du bist nicht ganz drinnen in der Tüte. Au! Spielen. So, der Patrick ist so lieb und hilft mir jetzt schnell beim Ausräumen. So viel hör auf, da alles anzulecken. Die Motivation ist da, Patrick, oder? Zum Mithelfen. Müssen wir aufpassen, nicht so viel. Ich will hier sonst irgendwas rausklauen. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet. Ich wollte euch eigentlich noch die Baustelle zeigen unten, aber mir ging es dann leider nicht so gut. Plötzlich war mir so kalt und wie ihr vielleicht hört, ich höre mich ein bisschen komisch an. Ja, ich bin ein bisschen verkühlt, glaube ich. Also gestern war mir so kalt. Ich habe dann richtig die Heizung aufgedreht. Und mir war trotzdem kalt. Dann habe ich mir einen fetten Pyjama angezogen, den da hier. Und mir ist trotzdem noch kalt gewesen. Da habe ich gewusst, okay, irgendwas brüte ich aus. Aber jetzt geht es mir so okay.
Aber der Hals fühlt sich noch so ein bisschen dick an und angeschwollen. Aber ja, deswegen werde ich euch aber mir das nicht nehmen lassen, euch trotzdem unten die Baustelle zeigen. Es ist nämlich schon echt, echt mega krass vorangekommen. Also das wird schon wirklich ja, fast fertig aus. Also ein paar Kleinigkeiten müssen noch gemacht werden. Und dann ist es fertig. Und deswegen gehen wir jetzt gleich und ich zeige euch das. Also ich bin jetzt hier schon reingegangen. Also hier ist unser Patrick. Hier ist Patricks altes Kinderzimmer und hier ist die Tür. Und dann gehen wir jetzt gleich die Treppe runter. Und zuerst zeige ich euch noch, wie das hier ausschaut. Schaut mal, alles ist hier schon verputzt worden. Hier ist auch schön gemacht worden. Das muss noch, also da kommen hier dann Fliesen drauf. Und gestern haben wir Fensterbänke gekauft und die bicken schon, wie ihr sehen könnt. Also hier ist schon gut was vorangekommen. Drehe ich mich jetzt um. Die Treppe schaut mega schmutziger. Also wird alles noch gerichtet, dann ist das Geländer auch schon fertig, also so fast fertig. Und hier pickt auch schon die Fensterbank von der Michelle. Wir haben den Kindern in ihren Zimmern die gleichen genommen, die wir oben haben bei uns. Diese schwarzen. Und ja, schaut mal, so schaut Michelles Zimmer aus. Das ist schon fast, naja, also da muss jetzt nochmal gestrichen werden. Und Boden kommt da noch. Ja, streichen und Boden. Krass, oder? Und dann sind wir, okay, hier fehlt noch fürs Geländer, da haben wir uns für so Schnüre entschieden, aber das werdet ihr dann noch sehen. Okay, nein, die Spots müssen ja auch noch montiert werden, aber sonst kann man fast sagen, dass hier fertig ist. Der Baumeister, oder was? Ja, ich erzähle, ja, oder hier wird ja noch gestrichen, oder? Und der Boden kommt rein. Kannst du, Papa, erklär uns die Baustelle. Also, was wird hier noch gemacht? Glühbirne werden fest montiert. Die Spots, ja. Spots, ja. Ein Laminat, Farbe und fertig. Steckdose und. Und die Türstöcke müssen noch gestrichen werden, oder? Ja. Sieh, die Türstöcke wurden auch gebaut. Das haben die Kinder dann hier. Hier waren ja keine Türstöcke. Es waren nur Ziegel, keine Beton. Ja. Können wir die anderen Räume auch sehen? Zeigst du uns die? Präsentierst du uns die? Nachdem muss das Licht einschalten. Einmal blind, bitte. Hier haben wir übrigens einen Tausch gemacht. Hier Waschmaschine und Trockner umgetauscht, damit wir besser rankommen. Weil wir, also die Türen einfach jetzt so quasi besser zueinander passen. Wobei man, ich glaube, beim Trockner die Tür tauschen kann, bei der Waschmaschine nicht. Ja, hier ist noch nicht, ist alles im Gleichen geblieben. Außer, dass wir da das Ring. Ja, das ist Wasserzähler. Der Wasserzähler wurde versteckt und ein Waschtisch muss noch angebaut werden. Entspannungs... Das ist schon alt, aber der Vorraum, der schaut schon super aus. Also der wurde schon richtig fix und foxy gemacht. Hier haben wir übrigens eine andere Fensterbank genommen. Vorraum. Also, Baba, erzähl mal, was wird hier noch gemacht? Genau, so wie der andere Raum. Hier kommen Bodenfliesen. Genau, hier kommen Bodenfliesen. Farbe. Und schaut mal, könnt ihr euch noch erinnern, da waren die ganzen Wasseranschlüsse und Dinge. Genau, es hat so wie hier ausgeschaut. Und das ist alles verschwunden. It's gone. Hier, und dann kommt noch die Tür rein. Wo ist diese Tür überhaupt? Wo macht sie? In dem Raum hier. Okay. Die Sensation ist übrigens in diesem Zimmer. Das ist nämlich richtig spannend. Könnt ihr euch noch erinnern? Hier stand unser Allesbrenner, unsere Heizung, also unsere Holzheizung, die wir kaum genutzt haben. Und die ist jetzt tatsächlich weg. Kann man das glauben? Das ist unfassbar. Und jetzt haben wir hier einen neuen Raum gewonnen. Hier ist unser neuer Wasserboiler. Genau, der Wasserboiler. Stimmt, das haben wir ja nicht gezeigt. Der war ja hier. Der hat hier immer so den Raum richtig versperrt und komisch gemacht. Und jetzt haben wir so einen, der hier steht. Auch 200 Liter, viel neuer, viel besser. Und wir haben uns einfach gedacht, dass wir hier in diesem Raum dann die Fahrräder für die Kinder abstellen. Papa räumt hier. Die räumen jetzt Patricks Zimmer nämlich aus. Damit sie da jetzt hier weiterarbeiten können. Aktuell wurde es als Lager verwendet für diverse Baumaterialien. Und die Türen stehen da. Und ja, diverse Sachen, die man halt so braucht. Und ja, das ist Patricks Zimmer. Ist eigentlich auch schon fast fertig. Da muss noch ein bisschen gespachtelt werden.
Und da ist auch ein Rohr, das ist hier versteckt worden, richtig schön. Und hier ist dann Patricks begehbarer Kleiderschrank. Der ist auch schon fertig, also fast fertig. Richtig krass, oder? Ja, so schaut's aus. Unfassbar, oder? Mhm. Ich muss euch noch was zeigen. Schaut euch mal an, wie es vor unserem Haus aktuell ausschaut. Das ist richtig schlimm. Ich glaube, die Nachbarn werden sich denken, oh mein Gott, wie schaut es hier aus? Beginnen von hier, haben wir lauter Bauschutzsäcke, dann den alten Waschtisch. Den müssen wir auch noch entsorgen. Alles ist zum Entsorgen hier. Dann sind hier auch noch so diverse Sachen zum Wegschmeißen, Baumaterialien, Schubkarre, irgendwelche Eimer, die man auch noch brauchen zum Material mischen. Und hier der Drehfußballtisch von Patrick. Schaut so richtig arg aus. Und die Sophie weint oben am Balkon. Das ist übrigens ihr neuer Lieblingsplatz, der Balkon. Erscheinen will sie zu mir. So, meine Lieben, mittlerweile habe ich es auch an meinen Laptop geschafft. Ich werde jetzt nämlich gleich mein Video schneiden. Aber ich habe es mir hier trotzdem ganz kuschelig, gemütlich in meinem Bett gemacht, weil es mir ja doch nicht so gut geht und ich mich ein bisschen krank fühle. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt mein Video schneiden und entspannen dabei. Ja, ich bin auf jeden Fall mega froh, dass ich morgen meine Nähte gezogen bekomme. Das habe ich hier auf YouTube gar nicht so wirklich erzählt, aber vielleicht seht ihr das noch ein bisschen, dass es so angeschwollen ist. Ich hatte vor 10 Tagen ungefähr eine Wurzelspitzenresektion. Ich wurde hier aufgeschnitten und die Enden einer Wurzel von einem Backenzahn wurden geschnitten. Und dann wurde ich wieder zugenäht. Ja, hat alles nicht wehgetan, war alles nicht so schlimm. Aber es ist halt doch unangenehm, wenn man so eine fette Backe hat. Und diese Nähte, die nerven so sehr, die pieksen mich und die nerven mich. Und ich bin so froh, morgen bekomme ich sie endlich gezogen. Ja, auf jeden Fall rede ich noch so komisch wegen den Nähten, weil ich das alles noch so ein bisschen angeschwollen ist. Aber morgen kriege ich sie endlich ab, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich laber jetzt schon wieder viel zu lange herum. Ich muss nämlich schnell mein Video schneiden und dann meine Woche vorplanen. Habe ich auch schon vorbereitet. Und im nächsten Video, das ihr sehen werdet, werdet ihr dann von mir den Mama-Planer vorgestellt bekommen. Ich habe nämlich meinen Mama-Planer für 2020 schon fertig. Ich habe ihn auch schon bestellt und er wird jetzt die kommende Woche kommen. Und ich werde ihn euch dann im nächsten Video zeigen, vorstellen, präsentieren. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber und bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Und ja, so viel dazu. Ja, ich werde mich jetzt auch vom Vlog verabschieden, werde mein Video schneiden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss! We'll be right back.